Schön, dass ihr wieder den Weg zu mir gefunden habt und euch eine Runde Let's Play mit World of Tanks bzw. dem Gast Replay anschaut. Und ja, hier natürlich Curado Biker in seinem Monster, muss man schon sagen, T95. Und dann auch noch das Glück, Top-Tier zu sein auf der Karte Erlenberg. Die Teams selber würde ich sagen, ziemlich ausgeglichen, keine großen Schwankungen. Da und da gute wie schlechte Spieler. Aber wie gesagt, das Ding ist auf jeden Fall ein Monster. Zwar kein Beschleunigungsmonster oder auch kein Geschwindigkeitsmonster, was man eben jetzt schon gut sieht. Das war es nämlich auch schon an Maximumgeschwindigkeit. Mal schauen, was so passiert. Es ist ein klassisches Begegnungsgefecht. Die Aufteilung ist aber ganz klar bei seinem Team Richtung 2er-3er-Linie. Ja, man sieht, es dauert natürlich ein bisschen, bis er hier weiter vorkommt. Oh, da ist ein KV-5 offen. Aber nicht zu erreichen, da er in der Stadt ist, beziehungsweise da kommt er so nicht drauf. Deswegen lässt er sich nicht beirren, fahrt hier weiter voraus. Wie gesagt, das Ding als Gegner zu haben, macht nicht so viel Spaß, weil der von vorne so unglaublich hart ist. Also klar, die Kommandantenkuppel, die geht ganz gut, aber sonstiges ist wirklich dann schwieriger zu durchdringen. Jetzt hat auch Balf wahrscheinlich seinen Fleckchen, den er sich ausgeguckt hat, erreicht. Sind ja auch erst zwei Gegner tot. Oh, und da steht schon jemand im Cap. Das ist natürlich wiederum ein Druckmittel, das sehr gerne bei dem Begegnungsgefecht eingesetzt wird von einem Spieler. Um da ein bisschen Druck zu erzeugen, dass das Team, das Gegnerteam, ein bisschen schneller agieren muss. So, da der E75 war dann da nicht so greifbar. So, er kriegt hier schon die Hits, aber... Oh. Ah. 87 Schaden. Und man sieht, es alles, was da reinkommt, prallt auch einfach wieder ab. Oh, Hauptgeschütz weg vom AT-15. Das wird er wahrscheinlich büßen. Da wird er gleich nochmal einen fangen dürfen. Der AT. Jetzt hat er Glück, dass er wegkommt. Weil da kennt er wahrscheinlich keinen Spaß. So, aber was kommt denn da? Da kommt ja ein... Oh, da hat er Glück. Der T-25-2. 15 Sekunden Reload ist eigentlich effektiv oder verhältnismäßig gesehen... sehr in Ordnung, kann man sagen, für den Schaden und auch natürlich die Panzerung, die der hat. Also bis auf die fehlende Mobilität, muss man sagen, ist das ein sehr spannendes Gerät. Au, da hat er versucht, ein kleines Snapshot bzw. einen, ja, Kunstschuss, kann man schon fast sagen, zu machen. Hat aber nicht geklappt. Jetzt hat er sein Geschütz repariert. Ist auch sinnvoll, auf die Distanz das mal auszupacken, beziehungsweise... Oh, jetzt da, der T-30. Der bekommt direkt mal die Schelle. Schaut hier um sich rum. Ist gekettet, so wie es aussieht. Also wahrscheinlich kriegt er gleich sogar noch einen, wenn er da nicht wegfährt. Ja, der wird sitzen. Und? Da war er schon zu, aber ich würde Geld drauf wetten, dass der gesessen hat. So, der T29 da unten will rushen. Und den macht er doch weg. Ja. Ganz leicht, ganz easy. Ein einfacher, netter Kill.
Aktuell aber schon die Uhr bei knapp 50% des Caps. Aber jetzt stehen auch zwei im Cap. Also jetzt muss da mal was passieren. Der T30 ist wieder offen gewesen. Jetzt aber auch schon nicht mehr. Mal schauen, was er vorhat. Oh, 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 oh. 5 zu 8 für den Gegner. Und der T30, wie ihr seht, hat wohl doch nicht gesessen. Also er hat noch sehr viel Struktur dafür. 5 zu 9 für den Gegner ist eine unschöne Sache. Und gerade wenn sie noch am Cappen sind, man sieht auch die Panzer selber, die ganze rechte Seite ist komplett gefallen. Also steht nur noch ein Rheinmetall. Wobei AT-15 ist low. Also das heißt noch nicht so viel, aber ist natürlich eine unschöne Situation. Jetzt fährt er scheinbar Richtung Cap. Der T-30 ist... Der T26, also Super Pershing, könnte ein One-Shot für den T30 sein. T34 ist da noch voll, also wird spannend, aber was er jetzt richtig macht, er fährt zum Cap, weil man sieht, es achtet sonst kein einziger drauf, bis auf den Rheinmetall vielleicht. Jetzt kommt er gleich vielleicht auf den KV5 drauf. Rheinmetall hat ihm schon den ersten gegeben. 8 zu 7 steht's. 8 zu 11. Jetzt ist er offen. So lange zu fahren, ohne offen zu sein, ist auch eine Kunst für sich. So, jetzt kommt er gleich in den Cap. Damit ist dann der Timer unterbrochen. Oder kriegt er auch schon wieder einen drauf. Und jetzt ist er unterbrochen. Mal schauen, was jetzt denn so passiert. Oh, da hat er den T30. Ja, der ging schnell. Was man sieht, dass die Kanone ordentlich einämmt. So, und jetzt der KV. Ja. Der war schnell, der war easy. Und vielleicht kriegt er sogar... Eigentlich müsste der KV noch vorher wegkommen. 3, 2, 1 und... Ah, nein, kein Hit, beziehungsweise kein Durchschlag. Der sture Emil da oben auf dem Berg, der ist das doch ein nettes Ziel. Wenn er sich nicht gleich bewegt, ist er nämlich wirklich weg. Ja, der wird weg sein. In, jetzt! So. Und schon steht es 12 zu 11. Gemacht, aktuell 3300 Schaden. Der Panther kommt da hinten rum, da muss er aufpassen, weil da ist er natürlich, also wenn er umfahren wird, hat er gar keine Chance mehr. Der KV5 ist natürlich auch noch nervig drüben. Also er hat jetzt hier die Problematik, dass er von der Seite her sehr viel Probleme bekommen kann. Alle Mann zurück! So, wir sehen es jetzt schon. Der Super Pershing da von der Seite kann ihn nerven. Jetzt hat er sich auch hier sein Haus zerfahren. Das ist natürlich ungeschickt gewesen. ...12 zu 12, also von dem her jetzt alles ausgeglichen. Pass auf, hinter dir! Super Pershing ist an sich ein One-Shot, T34 hat noch ein bisschen. Er selber ist natürlich mit 1700 HP noch ordentlich im Saft. Wie gesagt, was nicht passieren darf, es darf nicht auf einmal der Panther hinter ihm stehen. Und jetzt muss er ein bisschen warten und hoffen, dass einer sich so positioniert, dass er einen Schuss drauf bekommt. Am meisten Potenzial hat dafür der Super Pershing. Oh, jetzt ist der eigene Super Pershing auch noch getötet worden. Ungünstiger Zeitpunkt. Und der Panther ist hinter ihm.
jetzt passiert genau das, was ich mir gedacht hatte, das nicht passieren darf. Was der Panther normalerweise machen müsste, er müsste ihn jetzt ketten, hat jetzt zumindest die Kette beschädigt. Ja, da macht er einen fetten Schaden. Und jetzt müsste er ihn umfahren normalerweise. Wenn er ihn jetzt umfahren würde, ihn ketten würde, dann hätte er keine Chance mehr. So, und jetzt sieht man, er kann nichts machen, er hat kein Repair-Kit mehr, er hat aber scheinbar eine recht vernünftig ausgebildete Mannschaft. Und jetzt normalerweise würde er hinter ihn kommen und dann kann er nichts mehr machen. Allerdings, und das ist wieder gut, was er hier macht, wenn er nämlich versucht, komplett nach hinten ranzukommen. Nee, das probiert er doch so nicht. Wenn er jetzt nämlich hier in das Haus fahren würde zum Beispiel oder an diesen Steinhaufen und daran drehen, dass er eben nicht mehr irgendwann umfahren kann, dann könnte das nochmal hinbekommen. Aber so muss man sagen, ist es nicht aussichtsreich. Panther versucht es mit einer HE wohl ihn nochmal zu ketten. Wird nochmal gekettet. Unschöne Sitzsituation jetzt so als Spieler. Der T-34 hat ihn jetzt Gott sei Dank da ein bisschen geholfen und hat den KV mal weggemacht. So, und der Panther vor lauter Ketten vergisst jetzt den Schaden zu machen. Er schießt nur nach HE. Das ist doof. Schon wieder. Der hat normalerweise schon locker. Also er normalerweise macht er 250 Schaden. Und jetzt hier macht er nur noch 37. Entweder hat er keine Shells mehr. Mit dieser kleinen RAM-Attacke 270. So, und jetzt schießt er auf einmal wieder AP. Viel zu spät. Ganz schlecht von dem Panther gespielt bis dahin. Weil jetzt kriegt er einen Schuss und dann ist er nämlich tot. Ja. Munitionslager weg. Glück für Corrado Biker, muss man da ganz klar sagen, weil, wie gesagt, der Panther hat sich da nicht mit... Also man sieht es ja unten, wie oft er HE-Schaden gemacht hat. War nicht clever. Oh, schöner Hit. Der war schön, auch mit einem kaputten Geschütz. Ganz nice gemacht. So, und jetzt der Super Pershing. Steht nicht mal im Cap. Aktuell kann er da nicht viel gegen tun. So, und jetzt Seite und weg ist er. 5 Kills, zwar leider kein Krieger geholt, aber trotzdem 6000 Schaden und Damage Block bei Armor 4200. Also man sieht, das Ding kann was. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es doch mal wieder gefallen und lasst mir doch einen Daumen da. Wenn ja, freue ich mich sehr. Bis bald, euer